Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 65. Folge von Assassin's Creed. Ich möchte mich jetzt schon mal entschuldigen für mein schlechtes Gameplay. Ich habe das Spiel das letzte Mal am 25. Januar angefasst. Das heißt, heute, also ich spiele es heute am 25. Januar und das ist knapp Januar, also Januar, Dezember, glaube ich, dann November, Oktober, Dezember. Ich schwöre, November, Dezember, Januar. So, ich habe es 3 Monate lang nicht mehr gespielt. Deswegen möchte ich mich schon mal damit entschuldigen, falls ich irgendwie total versage. Das letzte Mal habe ich ein bisschen privat gespielt. Also ich habe hier so ein bisschen erkundet und so. Ja. Jetzt würde ich ja gerne tatsächlich weitermachen. So, es fängt schon an, dass ich die Steuerung wieder nicht Sie, mehr weiß. hörte mich. Okay, das ist zum Beispiel neu. Also ich habe hier. Keine Ahnung, seit ich das Spiel das letzte Mal gezockt habe, glaube ich, 8 Updates gezogen oder so. Also, ihr könnt euch sicher nicht vorstellen, wie das ist. Irgendwas wird mir hier angezeigt, die ganze Zeit direkt neben mir. Ach, da. Dann holen wir uns das doch zuerst. Hält dich fest. Ja, Kampfsteuerung kann man dann gut hier erstmal austesten, würde ich sagen. Okay, wie nutze ich denn nochmal diesen da? Irgendwas scheint hier drin zu sein. Es ist ungewohnt, muss ich sagen, weil ich hatte halt viele andere Spiele zum Suchten. COD, Cyberpunk und ich hatte ja damit so irgendwie 8 Millionen Folgen vorausgenommen. Aber hey, we are back. Um wieder ein paar Sachen zu looten. Ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, wo wir aufgehört haben bei der Story. Aber aktuell bei der Story ist oder so eigentlich nur die ganze Zeit, ja, irgendwas zu sammeln. Freunde sterben. Aber diese Relikte sind für die Ewigkeit. Willkommen, Kriegerin. Sulkes Silberzunge besammelt es aus allen 9 Welten. Seltene Dinge, unbezahlbare Artefakte. Und doch lässt du dich dafür bezahlen. Alles hat seinen Preis. Und ich verlange nur einen Bruchteil ihres Werts. Wie wär's mit einem Teil vom Kreuz Christi? Schlangenhaut aus Ragnar Lodbrocks Todesgrube. Diese Dinge sehen nicht sehr beeindruckend aus. Wie dieser alte Schuh. Der gehörte einst dem ersten christlichen Papst. Oder war es ein Heiliger? Jedenfalls bringt er den Segen ihres Gottes. Den werden sie bei so einem Schuh auch brauchen. Und was ist das für ein alter Lederriemen? Ein Schildgurt des Helden Sigurd. Er verlor ihn im Kampf gegen das große Untier. Ja, meine Mutter hatte einen, der so bestickt war. Und was ist mit diesem Helm? Das war der Helm, den Halfdan der Schwarze trug, als er im Kampfe starb. Er wird dich schützen und gute Ernte einbringen. Das ist eine Lüge. Das ist der Helm meines Vaters Varin. Er trug ihn in der Nacht, in der er starb. Ey. Eivor? Jetzt erkenne ich dich. Sulke, die Schlange. Das sind Dinge aus meinem alten Haus. Wie viel Silber hat Kyrt wie dir bezahlt, um uns zu hintergehen? Kein Silber, so war es nicht. Ich war in dieser Nacht da, aber ich habe nicht für Kyrt wie gekämpft. Ich bin geflohen. Feigling, ich sollte dich niederstrecken. Huch. Nein! Lass mich in Ruhe! Ich werde dich zur Rechenschaft ziehen. Komm schon. Ah, Driet! Bratte la Ehren für all das Dami! Keine Ruhe. Jetzt ist es aus! Ach, komm, das ist richtig. Okay. Das habe ich schon mal gut hinbekommen. Da ist ein Norwegen. Okay. Wieso bekomme ich jetzt den Erfolg? Na gut, das Spiel war noch am Anfang ein bisschen tracky, also. Rechne ich nochmal aus. So. Oh yeah. Es tut mir echt so leid für diese Steuerung. Ich komme halt nicht klar gerade damit. Das
Spiel war anfangs ein bisschen buggy. Und ich hoffe, die haben die Sachen ein bisschen behoben. Die Probleme, die es da so damals gab. Ja, wir werden dann mal hier ein bisschen die alte Gegend abchecken. Ressourcen, dies, das. Ihr kennt das ja. Und danach ziehen wir uns dann wieder zur alten Quest zurück. Zurück nach England. Nach Englerland. Nacht eines genervten Nachbarn. Ich kann, ob der Graberei unter uns nicht schlafen. Die Ratten, die an meine Ruhe nagen. Was glauben die denn, was sie da unten finden? Wenn das noch länger so geht, bekommen sie das scharfe Ende meiner Axt zu spüren. Eine schöne Melodie, wie immer dieses Spiel. Na. Ich bin auch total begeistert von dieser Axt, deswegen würde ich auch echt gerne behalten. Die Rüstung haben wir so oder so seit Anfang des Spiels, also. Hallo? Ach, Kohlebaren. Zach, ist das lange her. Dass wir noch Kohle bräuchten, ey. Meine Güte, ich weiß gar nicht, was wir brauchen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob es hier drin steht. Verbessern. Eine Menge. Too much, I guess. Was haben wir eigentlich als Quests? Genau, das war mir zu schwer dafür. Ein neues Zuhause. Siedlung 5. Finde und töte die Ohr. Oh, ja, viele 10 Aufträge. Nimmt die nächste Stadion an dich. Sammelt Pflanzen für Weikas nächsten Trank. Ja. Die haben wir alle getötet. Der ist zu stark. Oder die. Hier haben wir für uns noch einige Hinweise. Ich suche die Westen im Diebesnest auf den höchsten Bergengen etwas nördlich der Stadt Klobgester. Können wir mal machen. Ich suche die Westen im Diebesnest auf dem höchsten Berg in Klobgester hier. Kann ich denn von hier aus... Ja. Nein, kann ich aus dem Grund nicht. Why? Achso, wir sind ja in England. Ich Idiot. Ja, dann reisen wir jetzt wieder nach Englerland. Und suchen die nächsten Ordens-Heinis. Oder ich weiß nicht, lohnt sich das jetzt schon nach den Orden zu suchen weiter? It's a good question, I guess. Ich muss gehen. Hallo. Hi, Tavor. Hallo. Hallo, hallo. Ich würde mal in meinem Hauptquartier mal eben kurz gucken, ob wir ja bereits alles haben, was wir bräuchten. Also ob wir schon die Quest angenommen haben für eine neue. Wie heißt das nochmal? Frieden. Verbündete, so. Schön, dich zu sehen. Zeig mir die Bündniskarte. Ich möchte die Bündniskarte. Aber nicht. Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Ah ja. 90, 55. Da müssen wir eigentlich das am besten machen. Stimmt es, dass diese dänischen Eindringlinge aus East Anglia kamen? Ja, sie dienen einem Mann namens Röth. Er scheint Zwietracht zwischen Sachsen und friedlichen Nordleuten zu säen. Vor Jahren hofften die Söhne Ragnars, das Land zu befrieden. Sie ernannten einen Statthalter namens Finn, um einen passenden Sachsenkönig zu finden. Doch seitdem verfiel das Reich ohne einen König zusehends. Der wenige verbleibende Frieden von grausamen Plünderern zerstört. Ich schlage vor, du brichst nach East Anglia auf und findest heraus, was ihr Statthalter falsch macht.
Ich werde mich nach East Angler suchen. Gut, ich reise nach Osten und spreche selbst einmal mit diesem Finn. Ein guter Plan. Ich weiß. War ja auch mein Plan. Ups, falsches Zimmer. So. In Grandepixiere. Ich weiß nicht, ist es das hier oder was anderes? Lüstenberg. Das wäre dann dieses Gebiet. Dafür sind wir zu schwach. Jetzt ist es auch wieder ledig. Was ist hier? Untersuche die Schmiede neben der runden Ruine auf den Gelände der Abtei der Heiligen Alben in Oxenavadiers. Wo ist das denn? Where is it? Hier. So, wo war es jetzt nochmal? Eine Schmiede oder was? Die suche die Schmiede neben den Ruinen auf dem Gelände der Abtei der Heiligen Alban nördlich von Lunden. Ups. Ich glaube, das Problem ist, wir haben bis jetzt nur eine Stadt gefunden. Pashikan ist hier. Wir haben jetzt eine Aufgabe, ne? Machen wir jetzt hier Wegpunkt. Gucken wir uns gleich mehrere machen. Perfekt. Ah, Leute, wir haben noch so viel zu tun. Wir müssen uns viel abarbeiten. Ich weiß noch nicht mal, wann kommt eigentlich das erste DLC raus? Ist das eigentlich schon bekannt irgendwie? Das würde mich halt auch sehr interessieren. Okay, ich rufe mal sein Pferd nochmal. So. Hey, nicht ins Wasser. Ich zieh lieber die Kapuze auf. Tu das. Ich würde am liebsten eigentlich nur schnell hier durchreiten einmal. Obwohl es schon sehr interessant wäre, was es hier eigentlich für ein Set gibt. Ob wir irgendwann mal ein besseres Set finden werden. So, du kannst jetzt außerhalb der... Dankeschön. Nördlich von Lunden. Ja, wird Lunden das finden. Ja, wenn wir, ja, das Let's Play geht so weit, wie wir aufgehört haben. Durch die Gegend rennen. Oh, das Spiel ist so hübsch. Meine Fresse, Alter. Ich kann es einfach nicht verkraften. Boom, bitch. Irgendwelche Ruinen. Ich bin vor allem sehr gespannt, wie es eigentlich auch in der Gegenwartssequenz eigentlich weitergeht. Zeig mir, was vor uns liegt. Eisen. Sonst nichts. Schwach. Soll hier nicht Eisen rumliegen? Überblicke das Land, Freundin. Keine Ahnung. Aber Synchronisation habe ich fast vergessen. Ich habe wieder fast vergessen, weshalb ich überhaupt hergekommen bin. Das ist immer gut.
Oh, dieses Spiel. Krieg einen halben Orgasmus bei sowas einfach. Linford. Bin ich vielleicht sogar schon bei der Ruine, bei der ich sein sollte? Besuche die Schmiede neben den runden Ruinen auf dem Gelände der Abtei der Heiligen Albanen. Das ist nördlich von Lunden. Besuche die Schmiede neben den runden Ruinen. Hier ist Linden. Wie weit geht's? Da. Dieses alles Feld. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier hin sollten vielleicht. Schauen wir das. Aber sonst. Sie für mich sühnen. Interesting. Sieh schon mal die Kisten. Aber mehr gibt's hier nicht, oder? Nope. Ich bin nur für die Kiste runtergesprungen. Naja. Dann würde ich mir sagen, es hat sich halb gelohnt. Ich habe gesehen, hier irgendwo auf den Steinen, da unten. Ach, komm schon, Wölfis. Ich habe keine Zeit für euch. Ich muss Templer jagen. Was? Hier treiben sich böse Geister herum. Ich gerne sagen, wo, aber da. Böse Geister. Naja, hier muss ich ganz offensichtlich das Fass umbringen. Ich weiß gar nicht mehr, kann ich dabei überhaupt noch klettern? Ganz ruhig, hier stimmt was nicht. Schon okay. Halt. Ablegen. Heile ich mich denn nochmal? So. Yay, zwei Fähigkeitspunkte. Weil ich auch weiß, was ich leveln wollte. Mal in der Zukunft, so vor knapp 3 Monaten.
So, Nachricht an Entdecker Prime. Ich habe die Krüge angeordnet, wie du es wolltest, aber ich habe den Mut verloren. Du magst ja recht haben, dass darin Reichtümer warten, aber es ist das wert, zu Asche verbrannt zu werden. Ich sage nein, ich lasse es hier für dich. Mögest du dich als mutiger Mann erweisen als ich. Okay. Dann sieht das aus, als hätte ich ja alles, würde ich jetzt sagen, ganz spontan. Ja. Da würde ich ganz persönlich sagen, lass mal nach Lindenfort gehen. Oh Mann, Alter. Ich drücke hier auch gerade alle Tasten nicht ab. Okay, da würde ich sagen, werden wir nach Lindenfort gehen. Sehen wir uns in der nächsten Folge.